Hallo und willkommen zu einem kleinen Projekt. Ich habe es schon einmal durchgespielt quasi und dachte mir, machen wir mal ein ganz kleines Let's Play Video dazu. Das Projekt ist nicht allzu lang, ich denke mal eine Stunde oder zwei. Und dann ist das eigentlich schon getan. Ist halt eine kleine Produktversion, also eine Testversion. Spiel selber ist noch nicht raus, aber es ist kostenlos und mir hat es eigentlich sehr gut gefallen. Und daher dachte ich mir, ja, warum nicht mal so, ja, so ein Mini-Let's Play mal machen. Also Einstellungen sollte eigentlich passen. Also seht schon, braucht nicht. Machen wir mal Pixel Perfect. Wir machen natürlich ein Spiel. Ihr seht schon, ich habe schon ein bisschen gespielt gehabt. Wir machen einfach mal einen neuen Spielstand. Tutorial brauchen wir nicht. Wir haben in der Version nur den Sklavenhalter als Test. Die anderen werden wohl neu dazukommen. Sobald das Spiel fertig ist. Ich weiß nicht, ob das dann was kostet. Talentpunkte können wir keine vergeben. Die kriegen wir jedes Mal übrigens, wenn wir entweder sterben und also unser Sklavenhalter stirbt und wir neu anfangen. Oder wenn wir im Allgemeinen ein neues Spiel starten. Wenn wir allgemein einmal durch haben und dann nochmal starten. Also Tutorial wurde dann noch so ein bisschen erklärt, wie man halt die einzelnen Kämpfe beschreitet. Also ihr seht schon, wir haben Lebenspunkte mit unserem Sklavenhalter. Der hat dann auch spezielle Skills, die wir noch nicht haben. Info ist noch nicht vorhanden. Dann hat der Sklavenhalter 600 Leben selber, der ist immer am Ende des Levels und 6 Leben pro Woche kriegen wir immer noch zurück. Wir haben Gold, der wichtigste Rohstoff, um halt Monster zu kaufen, zu trainieren, Technik, also Fallen zu verbessern, Fallen kaufen. Tränen, also wenn wir Helden verjagen, kriegen wir Tränen von denen oder Blut, wenn wir sie töten. Das ist dann eine Sonderwährung, mit denen wir dann auch ein paar besondere Sachen kaufen können, unter anderem auch halt ja, ich sag mal, Verbesserung für unseren Dungeon Lord. Dann haben wir hier Angestellte und Fallen. Hier können wir mal gucken, was wir an Angestellte haben. Vorrat, Garnison, das sind jeweils die Sachen, die wir mehr haben, als wir besitzen können. Haben wir einmal hier den Tier, den Goblin. Dann haben wir einen Ork, der ist ziemlich stark. Demur, Eis, Yetigo sind auch sehr stark. Frikos, Skelettmagier. Minas Gargoyle, Laylas Geist, Rays Geist, der ist ziemlich wichtig für uns. Charan, auch ein verdammt starker Dunkelmagus, der ist auch sehr, sehr gut. Und hier noch der Skelettschütze, der auch noch verdammt gut ist. Fallen haben wir die Kreissäge, das Versammlungshorn, Knochenkatapult und Giftpfeil. Also wir haben am Anfang schon relativ viel. Ich weiß nicht, ob es daran liegt, weil ich schon gespielt habe. Ich weiß nicht, wie viel rübergenommen wird auf dem neuen Spielstand. So, dann kommt die Vorbereitungsphase. So, ihr seht, hier unten sind schon verschiedene Bereiche, die das Spiel durchläuft. Und wir haben jetzt als Gegner eine Speerin, die hat eine Schwäche gegen Eis. Der hat fast keine, Rüstung und Naturschwäche und Luftschwäche. Und der hat auch eine Luftschwäche und eine starke Schwäche gegen Feuer. Und wie man sieht, hier unten haben wir einmal Leben und einmal, ja, ich sag mal, die Furcht. Also, wie mutig der noch ist. Wenn das aufgebrochen ist, hauen die ab. Da die relativ wenig haben, können wir die auch verjagen. Dann würde ich sagen, einen nach vorne, den wir als Tank nehmen. Dann nehmen wir den hier, der die Moral runtersetzt. Und hier den, der auch nochmal die Moral auf alle runtersetzt. Also, wir werden bei denen auf Moral gehen. Noch ein Katapult senkt die Moral, Giftpfeil macht Naturschaden an den ersten, der hat eine Stärke gegen Natur, also Knochenkatapult. Dann hat er die Zauberebene, hier unser Ork als Tank, den Race zum Verjagen. Der macht Demoralisierung, aber der hier macht noch Naturschaden, ja gut, die haben alle eine ziemliche Stärke gegen Natur, außer die. Nehmen wir unseren Skelettmagus. Hier wieder eine Falle, das Versammlungshorn. Der Vorteil Versammlungshorn, der macht Moral weniger und
Die Monster machen in der nächsten Runde 30% erhöhten Schaden. Und das Monster werden in dem Falle jetzt wir danach. Also unser Dungeon Lord. Wir machen jetzt erstmal Schwächung. Setzen Moral runter und die Angriffe werden schwächer von denen. Wir machen Albtraum weiter auf die Moral. Immer schön auf die Moral. Der erste rennt schon bald weg. Ah, haben es überlebt, ganz knapp. Okay, unsere ersten Monster sind hinüber. Ja, rein theoretisch müsste der erste jetzt wegrennen. Wir machen Einschüchterung. Wie gesagt, wir gehen jetzt hier die Runde komplett auf Moral, weil die wenig haben. Einmal Bu und weg. Ja, hat uns tatsächlich noch einen gekillt. Aber ja, so im Ganzen läuft das. Wir kriegen kein Blut dazu, weil wir keinen Helden getötet haben. Aber 15 Tränen, weil alle weggerannt sind. Und Dungeon verteidigt kriegen wir immer Gold. Dann haben wir zur Auswahl entweder einen Helden oder Gold. In dem Fall würde ich aber empfehlen, hier den Sphenoid nehmen. Vorteil ist nämlich, alle Gegner, alle Monster, die hinter ihm stehen, kriegen 25% weniger Schaden. Der ist sehr, sehr gut. Ist einer der besten, finde ich persönlich. So, da wir Geld eingenommen haben, würde ich sagen, Trainer. Also wir haben immer verschiedene Auswahlen. Den müssen wir auf jeden Fall hochleveln. Ist an sich relativ stark. Würden ihn dann auch ein bisschen verstärken, aber wir sollten erstmal gucken, dass wir den Ork verbessern, weil der eine Menge HP dazu kriegt. Der kriegt nochmal erhöhten Moralschaden und er kriegt noch einen Angriff, der ziemlich reinhaut dazu. Sind wir natürlich blank. Techniker können wir uns gerade nicht leisten. Ereignis, das ist immer zufällig. Es kann positiv sein, es kann negativ sein. Glück gehabt. Wir haben ein Schweinerennen gewonnen. Und Jackpot. Alchemist ist, die Tränen zum Beispiel umwandeln in Blut. Brauchen wir aber aktuell nicht, beziehungsweise wir können auch ein Artefakt umwandeln. Allerdings haben wir kein Artefakt, also können wir nichts umwandeln. Personalmangel. Der würde unseren Minas dafür nehmen. Unseren Gargoyle. Lehnen wir ab, weil wir brauchen den. Okay, auf jeden Fall müssen wir auf Moral gehen. Der Barbar hat sehr wenig Moral, aber ist extrem stark. Den müssen wir relativ schnell gucken, dass wir ihn loswerden. Der hat natürlich viel Moral, aber den müssen wir dann killen. Unseren Ork wieder als Tank. Den zum Verjagen und den zum Verjagen. Versammlungshorn, einfach weil wir ohnehin dann mehr Schaden machen. Ich glaube, bis dahin sollte er hier weg sein. Das heißt, wir werden jetzt auf Schaden gehen. Das wäre so die stärkste Variante. Und dann müsste unser Dungeon Lord eventuell noch einen Rest erledigen. Ah, das ist böse. Gut, der Barbar ist schon fast weg. Den hier hinten können wir auch noch verschrecken. Der Barbar rennt schon weg.
Gut, der Feuermarkus ist jetzt weg. Dann bleibt nur noch der Verbannte. Ja, der hat eine Nullrüstung gegen Feuer. Wir würden jetzt hier zwar 60 Schaden direkt machen, aber hier machen wir allgemein mehr Schaden. Also machen wir das. Und jetzt... Giftpfeil, weil ist sowieso nur einer, das heißt, er kriegt den vollen Schaden ab. Da kriegen wir Blutschaden und hier, das ist eigentlich nur lohnt, wenn da mehrere hintereinander sind. Jo. So viel dazu. Wir haben einmal Falle Giftpfeil, die haben wir allerdings schon und ja, den hier haben wir nicht, deswegen werden wir hier Tellnis mal nehmen. Gut, Händler, verkauft Monster, Techniker, verbessert Fallen. Das werden wir auch jetzt machen. Wir sollten auf jeden Fall unser Knochenkatapult verbessern. Wir haben Raubzug und Geschäftsreise. Ist an sich beides relativ gut. Geschäftsreise schicken wir einen weg und kriegen dann dementsprechend, was ich würde sagen, sogar Geschäftsreise, weil da können wir uns häufiger ein Artefakt sichern. Was haben wir denn hier schönes? Elementare erhalten plus so 5 zu allen Resistenzen. Würden wir den neuen Tellnis wegschicken? Machen wir. Trainer. Wir können was leveln. Der würde Leben dazu kriegen, der würde ordentlich Leben und den Moralzauber verstärken. Machen wir. Techniker können wir uns gerade nicht leisten. Ereignis. Ah, der hat unser Versammlungshorn kaputt gemacht. Komm, wir vergeben ihm mal. Wir sind ja nicht so. Wir können Abenteurer oder Veteranen. Ich würde sogar eher sagen, dass wir erstmal nur auf Abenteurer gehen, dass wir uns erstmal ein bisschen hochpushen. Veteranen wären natürlich die Belohnung etwas besser. Aber am Anfang würde ich echt empfehlen, eher auf Abenteurer zu gehen. Später, wenn man ein bisschen hochgelevelt ist, kann man natürlich mehr machen. Wir haben wieder einen Barbar, also Knochenkatapult. Den Jemo wieder als Tank, weil der hat 100 Leben. Er schwächt wieder. Ja, was haben wir denn da? Schwächen gegen Eis. Das ist sehr gut. Der kriegt direkt erstmal einen Eisklotz gegen die Rübe. Der hat eine Feuerschwäche und... Der macht noch Moralschaden. Aber Luftresistenzen... Ja, der hier hat auch keine Luftresistenz. Macht nur 9 Moral. Aber... Ich sehe gerade, der hier... Macht auf dem Bereich und die nächste Runde zieht er noch mehr Moral ab. Also macht eher mehr Sinn. Kreissäge ist jetzt nicht unbedingt die beste Falle, aber kriegen Blutenschaden. Unser Ork natürlich wieder dabei, aber ich würde sogar eher sagen, dass zuerst unseren Schützer, dann den Ork. Unser Raids wäre tatsächlich sogar stärker. Machen wir. Ja, hier könnte tatsächlich mal sein, dass unser Boss mal zur Tat schreiten muss. Müssen wir auf jeden Fall schnell schwächen. Also ihr seht, er hat ordentlich Damage gekriegt. Damit ist einer schon mal weg. Können wir eigentlich beide wegschicken.
Jo, das war eine gute Runde. Wir haben nur einmal drei verloren und ansonsten Preise beim Kauf haben reduziert. Vor allem verursachen 20% mehr Schaden. Verzaubertes Zahnrad nehmen wir definitiv. Auch wenn die Kundenkarte an sich ziemlich geil ist. Workout. Da steht zwar, dass wir uns nicht leisten können, aber können wir. Hier würden wir 10 Geschwindigkeit dazu kriegen, aber wir machen Springseil, weil da kriegen wir mehr Leben dazu. Und Leben ist für unseren Sklavenhalter sehr wichtig. Steuereintreiber lohnt nur, wenn wir Blut haben. Wir haben aber nur 6. Wir brauchen mindestens 30. Also nehmen wir das Ereignis. Und ein Trottel von unseren Angestellten hat uns gerade mit Blut mit unserem heißen Getränk übergossen. Wir machen wieder Workout. Der Springseil. So, ich würde sagen, nach der Runde machen wir einen kleinen Cut. Hier haben wir wieder einen Barbar. Das heißt, wir werden wieder auf Moral gehen. Moralfalle. Den nach vorne. Ja, stark gegen Eis. Stark gegen Eis. Schwach gegen Eis, ist aber allerdings vorne. Das bringt uns also relativ wenig. Den sollten wir auf jeden Fall nehmen. Und ich würde sagen, Frikus. Hat aber auch eine Stärke gegen Feuer. Haben allerdings relativ viel Moral. Eventuell können wir die ja trotzdem verscheuchen. Autsch. Den Barbar erschrecken wir mal wieder, weil wir das so gut können. Das lief nicht so gut. Die sind auch ganz gut gebufft, leider. Wir müssen ihnen erstmal ihren Schaden wegnehmen. Ach gut, stehen so mal los. Jetzt geben wir lieber auch Schaden. Decken ja auch die Müdigkeiten, die man da hat. Ja, die kriegen wir wahrscheinlich nicht ganz klein. Die nächste Falle ist Moral. Also ich würde sagen, wir gucken, dass wir den Moralschaden verdoppeln. Eventuell können wir sie ja sogar noch verjagen. Müsste es auch wegrennen. Was? Ah, naja. Das lief nicht ganz so. Verfluchtes Prisma. Elementarschwäche an. Alle Resistenz um 20% reduziert. Nehmen wir. Ja, aber diesmal lief es nicht ganz so gut. Unser Sklavenhalter hat ganz schön auf die Backen gekriegt. Ich würde sagen, wir trainieren wieder was.
Frikus, der macht dann auch vorne Feuerschaden 60 und brennen. Den müssen wir auf jeden Fall leveln, der ist verdammt stark. Alchemist. Artefakte deiner Wahl, etwas anderes. Ja, die Prismenstein, gucken wir mal gucken, ob wir den umändern können. Wir sammeln mal ein bisschen Blut, weil das bringt uns tatsächlich sogar ein bisschen mehr. Schwarzmarkt. Ja. Tellen ist Feuerelementar. Der ist aktuell noch für 2 Wochen weg. Wir könnten ihn für 83 verkaufen, aber. Nee. Da haben wir mehr ausgegeben für. Workout. Mal gerade tatsächlich nicht machen. Wir haben nicht genug Gold. So, dann würde ich sagen, machen wir hier an der Stelle mal einen kleinen Cut und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wenn es wieder heißt, Let's Play Legends of the Keeper. Bis dann.